Startaufstellung jetzt nochmal an. Sniper auf der 1 mit einer richtig starken 1,36,917. Eisvogel auf der 2 mit 1,37,428. Der Seiersberger mit 1,37,478. Dann haben wir den Silent Bob auf der 4 mit 1,37,5. Race mit 1,37,7 auf der 5. Chris Lang, starke Leistung im Aston Martin Vantage mit 1,37,8. Dann haben wir den Sondi, unseren Schweizer, auf der 7 mit 1,38,5. Der David, unser Österreicher, ebenfalls der zweite hier in diesem Fahrerfeld, im Seiersberger, auf der 8 mit 1,38,6,17. Dann haben wir den Marv auf der 9. 1,386. Gamer MK mit 1,386 ebenfalls auf der 10. Dann haben wir den Ian mit 1,39,331. Den Dödelhai auf der 12 mit 1,393. Vanham Stuff mit 1,395 auf der 13 und Johnny D auf dem letzten Startplatz hier. Rang 14 mit 1,398. Das wird noch ein langes, hartes Rennen für die Jungs. Gerade mit der Schikane des Todes. Das wird auf alle Fälle heikel, wenn da die Reifen nachlassen. Definitiv wird das nicht einfach. Müssen wir mal schauen, was das gibt. Ja, hier kommen schon die ersten Nachrichten auf ein gutes Rennen, auf ein gutes Rennen. Das wünschen wir uns hier ebenfalls als Zuschauer. Und ich natürlich hier als Kommentator. Da dürfen wir gespannt sein. Gleich. So, Abfahrt, meine Herren, los geht's. Die letzten Ampeln gehen an, Abfahrt, los geht's. Und Eisvogel mit einem super Start ist direkt schon am Sniper vorbei. Und der Seiersberger direkt auf der 2. Jetzt geht's zur ersten Schikane und da wird's schon eng. Da wird sich schon stauen, da knallt schon alles sauber. Im Hintergrund, aber Sniper hat viel am Boden verloren. Nur auf der 3, Silent Bob auf 4. Der David auf der 5. Seiersberger vor Eisvogel. Wir schauen mal durch. Dödelhai, Johnny D. Ian und Race ist weit zurückgefallen. Nur auf 14. Seiersberger diktiert die Tempo, diktiert das Tempo in der Viper. Dann Eisvogel dahinter der Sniper und Silent Bob. Und dann ist so eine etwas größere Lücke. Also die ersten vier setzen sich direkt mal am Anfang ab. Da ist ja unser Topmodel Dani Aini. Schön, dass du da bist. So, hier geht es dann jetzt zum ersten Mal durch die Schikane des Todes mit den weichen Reifen. Zack, 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 zack. Und da fliegt er ab. Da ist der erste Unfall. Eisvogel schlägt ein. Oh, ei. Knapp, knapp, knapp. Oh, Eisvogel ist letzter. Das erste Opfer. Von der Schikane des Todes. Schau mal durch. Also Seiersberger auf 1, dann Sniper, Silent Bob, Marv auf 4, Gamer MK auf 5, Chris Lang. Dann haben wir den Sondi, auch der hat einen leichten Heckschaden. Vanham Stuff hat einen leichten Frontschaden. Ich glaube, die beiden sind da ein bisschen aneinander geraten. Dann haben wir hier den Ian ebenfalls einen leichten Frontschaden. Johnny Dean mit Front- und Heckschaden, einen Aufhängungsschaden. Dönlei auf 11, David auf der 12. Race auf 14, auf 13, Eisvogel. Beide waren in der Box, also beide hatten einen Schaden. Beide waren in der Box drin, haben sich anscheinend neue Reifen und neue Reparaturen gegönnt. So, hier vorne fliegen die schon.
und wieder zum zweiten Mal durch die Schikane des Todes. Boah, das sieht spektakulär aus und Seiersberger kann ihn gerade halten. Jetzt kommt Sniper im Windschatten. Kommt da der Angriff vor der Haarnadel? Nein, er steckt zurück. Nimmt jetzt wahrscheinlich den Schwung mit und versucht ihn an Ende Startziel zu kriegen. So, jetzt kommt's. So, erstmal schnellste Rennrunde Sniper. So, erstmal ruhig zu bleiben. Silent Bob hier. Gamer MK auf der 5. Bislang Sondi. Man of Stuff. Dödelei auf 10. Johnny D kommt rein und repariert das Auto erstmal. Und hier kommt dann der Race und der Eiskogel. Beide erstmal vorbei. Mit ihrem Halbgetrauen. Johnny D damit wieder letzter. So, und hier vorne geht es richtig zur Sache. Jetzt wird es hier spannend. Sniper könnte schneller, das merkt man. Zum dritten Mal. Schikane des Todes. Wer bleibt hängen? Wer kommt durch? Das ist schon eng und Sniper ist wieder besser durchgekommen. Jetzt wird wahrscheinlich der Angriff kommen. Jetzt kommt er und jetzt bremst er ihn aus. Sniper übernimmt die Führung vom Seiersberger. Und jetzt kommt der Konter. Außenrum versucht das. Nee, das, da geht's nicht. Da geht's nicht. Sniper bleibt in Führung. So, dann haben wir hier natürlich den Silent Bob. Der kommt von hinten angepaced. Mal gucken, was der da noch rausholt. Marv aktuell auf der 4. Douglas dahinter. Sind schon mal 6 Sekunden. Und jetzt kommt hier gleich der Angriff von Gamer MK gegen Sondi. Nee, da hat es auch nicht versucht an der Stelle. Und Johnny D hat den Raum verlassen. Johnny D hat den Raum verlassen. Damit nur noch 13 Autos im Rennen. Sind jetzt hier nochmal ein Grüppchen und dann sind es auch wieder 5 Sekunden. Hier hat schon 5 Sekunden Rückstand. Und Gamer MK, ups, da vertut er sich leicht. Und dann ist Sonny jetzt erstmal wieder ein bisschen los. Schauen wir mal, wie die beiden die Schikane des Todes gehen. Oh, Sonny! Den hält er nicht. Einschlag! Boah! Gamer MK hat Glück. Zum Glück ist er geghostet in diesem Moment. Sonny schmeißt es weg. Der zweite, der zum Opfer gefallen ist. Ja, Pixel schreibt schon, die Schikane fordert ihre Opfer. Und ja, so ist es leider. So. Frische Reifen, einmal Reparatur. So, Race und Eisvogel sind jetzt durch. Die beiden müssen sich jetzt natürlich nach vorne kämpfen. Haben natürlich beide auch voll getankt. Weichen Reifen erstmal noch ein bisschen nutzen. Ist natürlich klar. Auch der Sonnentank randvoll. Schade. Starke Quali-Leistung vom Sonny. Passiert das dann immer leicht. Und hier der
Sniper setzt sich tatsächlich ab. Und zwar ist L, aber wir sehen schon, der Seiersberger ist derjenige, der den meisten Reifenverschleiß hat. Marv, da ist der Marv. Ist der Kameramann kurz nicht, wo er filmen sollte. Gamer MK ist definitiv noch mal leicht angeschlagen. Aber aktuell noch der 5. Auf der 6. Auf der 7. Bislang auf der 8. Das ist jetzt noch hier eine Kampftruppe, wo alle drei den Schaden haben. Also natürlich ihre Autos den Schaden haben. Nicht falsch verstehen, was ich wollte. Dödelhai kommt hier in der Corvette. Der Dödelhai kommt hier nicht so klar anscheinend. Auf der Strecke ist noch ein bisschen wenig trainiert. Hätte ihn jetzt auch weiter vorne geschätzt. Upsi. Ja, auf dem Körper muss ein bisschen aufpassen. Ist der Eisvogel jetzt am David vorbei. Also Eisvogel auf der 10. Race. Ja, der verliert jetzt ein bisschen nach oben auf Eisbogen. 13 Uhr. Wir sind dann am Sniper. 2 Sekunden. 2 Sekunden sind es. So, bei den Semi-Pros brechen gleich die letzten 10 Minuten an. Eiffel F auf 1, Millionär Opel auf 2, Roxau auf 3. MG Project auf der 4, Felix auf 5, Soulwind auf 6, Tingle Mania auf der 7 und Opel Fahrer auf der 8 aktuell. Seiersberger, Seidenbaum, also 1,8, 1,8 Sekunden. Sind relativ dicht beisammen hier die ersten drei. Der Marv kann die Pace schon nicht mehr gehen. Wird aber sicher aktuell auf Rang 4. Aber auch fast 10 Sekunden Vorsprung vom Gamer MK. Das müssen wir erstmal hinkriegen. Soundbug existiert immer noch. Der Chris. Der hat richtig Schaden. Also Chris Langs Auto hat richtig Schaden genommen. Da ist natürlich klar, dass er dann leider auch nicht weiter nach vorne fahren kann. Und ein bisschen unfahrbar sein. Boxenstops anstehen. Ich denke mal so eine Viertelstunde. Die erste Viertelstunde. Wenn die ersten regulären Boxenstops kommen von der Spitze. Da ist Sniper wahrscheinlich sogar noch ein bisschen früher, weil Seiersberger ein bisschen weniger Sprit verbraucht. Ja, muss das passen jetzt mit den abgenutzten Reifen.
2. Jetzt knapp 3 Sekunden. Hier fast Standard um 3,1 Sekunden auf Silent Bob. Also so langsam je weiter die Reifen runtergehen, so mehr zieht sich da die Spitze auch auseinander. So, Silent Bob. Mal schauen. Der hat tatsächlich noch am meisten Sprit. Reifen. Ist natürlich, wenn du immer so ein, zwei Ründchen länger fahren kannst als du, lohnt sich das vielleicht am Ende, dass du sogar einen Stopp weniger machen kannst. Dann bin ich natürlich wieder ganz vorne mit dabei. Super. Also Sniper müsste jetzt schon tatsächlich gleich in die Box kommen. So, Stunde des Rennens hinter uns. Schikane des Todes. Ja, das ist bei denen passt es da vorne. An der Spitze tatsächlich. Ja, aber du siehst, der Seiersberger macht tatsächlich in der Schikane des Todes vorsichtig. Sniper kommt zum ersten Stopp. Seiersberger kommt ebenfalls. So, und jetzt kommt so Silent Bob, ja, wie angekündigt. Klar, hat noch Sprit. Er kann vielleicht noch ein, zwei Runden fahren. Bin mal gespannt, was in die Reifen hier vorne. Voll getankt. Marv. Geht auf Platz 2. So, Gamer MK kommt ebenfalls rein. Das heißt, das ist die erste Welle der ersten Stops. Und er bleibt auf Weich, der Sniper. Auch Seiersberger tankt randvoll. Und er geht auf Mediums. Also, andere Strategie beim Seiersberger. Wird wahrscheinlich sich jetzt den Medium nehmen. Und dann einen längeren Stint fahren. Dann noch weich fahren, wenn es tatsächlich wieder dunkler wird und ein bisschen abkühlt die Temperaturen. Da muss man dann mal schauen. Kann er noch eine Runde? Einen wunderschönen haariger Herbert. Schön, dass du da bist. Ja. Ich habe extra so einen Teleporter mir gekauft, damit ich mich überall hin teleportieren kann. Und Silent Bob kommt zum Boxenstopp. Silent Bob kommt zum ersten Stopp. Eine Runde später. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Aber er konnte eben tatsächlich eine Runde länger fahren. Benjamin, schön, dass du da bist. So, die letzten Schlussminuten laufen gerade im Semi-Pro-Rennen. Also schaut da auch mal ruhig bei RoboWit rein. Das Finale, die letzten 2-3 Minuten. So, Silent Bob kommt und er geht ebenfalls auf Medium. Also hier Seiersberger, Silent Bob geht eine andere Strategie. Als tatsächlich Sniper. Das ist auch schon Sniper. Hat noch weniger getankt. Haha, Marv war eben beim Boxenstopp gewesen. Schreibt mal eben in den Chat. Ja, schöne Grüße zurück, Marv. Bis jetzt tolle Leistung von dir. So, hier haben wir Race und Eisvogel. Jetzt wieder vorne mit dabei sind. Ja, aber die Reifen sehen nicht gut aus. Also zumindest
mindestens bei Eisvogel sehen die Reifen nicht so doll aus. Race, der kann definitiv so wie das aussieht, tatsächlich mit den Reifen den Tank leer fahren. Der Spider hat gerade seine Werbung entdeckt im Stream. Also wenn ihr irgendwas braucht für Simric, irgendwie Becherhalter, Lenkrad, Wandhalterungen etc. etc. PAL-Shirts, wendet euch an den Spider. Über den Link im Discord kommt er dahin. Spider freut sich gerne über neue Kunden. Er ist sehr zuverlässig. Also Pakete werden nur mit DHL versendet. Er hat auch wunderschöne Bilderrahmen mit wunderschönen Strecken drauf oder 3D-Strecken auch ein Stand drauf. Mega schön. Also schaut euch ruhig mal um beim Spider im Shop. Könnt dem Spider auch gerne eine PN schreiben. Er berät euch auch sehr gerne. Johnny V. Das ist aber schade. Tut mir leid, dass du da rausgeflogen bist. Frankie, man kann ja auch mal Gutes für den Spider tun, nicht? Ne, man muss ja nicht immer nur Prozente haben wollen. Außerdem bei der Werbung, die ich mache, da will ich keine Prozente, da will ich den Artikel schon kostenlos haben. Johnny D, mach dir nichts draus. Beim nächsten Mal greifst du wieder voll an. So, Eisvogel, vielleicht eine Runde kann er noch. Jetzt aber schwierig. Eisvogel bleibt noch eine Runde draußen. Ah, der teilt sich tatsächlich die Reifen ein. Ja quasi gar nicht ab. So, Sniper vorne mit den Weichen ist schon weit davon geheilt. Fährt jetzt auch 37,6, wenn die anderen beiden hier 39,7er zeigen. Also das ist natürlich schon heftig. So. Eiffel Effe gewinnt vor Millionär Opel und MG Project. Der Felix am Ende auf der 4. Das sind die ersten 4. Wir schauen gleich mal, ob wir das dann nochmal hinkriegen, ob wir dann nochmal was sehen. Einen wunderschönen Seppo. Schön, dass du da bist. Der Sniper führt hier das Rennen an. Dreht wieder die schnellste Rennrunde. Kaum Reifen ab. So, Sondi dreht sich erneut. Hat auch erneut einen kleinen Schaden im Auto. Dann einmal. Einmal der Wurm drin ist. David kommt dann jetzt rein mit Schaden und Tank leer. Hat dann übrigens durch.
Ja, bei Dödel läuft es auch einfach nicht aktuell. Wie gesagt, bei Dödel bin ich auch stärkeres gewohnt von ihm. Deshalb, ich gehe mal davon aus, dass er tatsächlich da Probleme mit dem Auto hat. Ja. Den Reifen tatsächlich richtig runtergeholt, fährt aber natürlich weiter und kommt zum Stopp stehen bleiben. Weiter auseinander seine Bombe auf der 3, obwohl eine starke Leistung. Bei der Reifenabnutzung, ganz ehrlich, hätte er auch ein bisschen mehr Sprit reintanken können. Der Sniper, der wird dann gleich unter Sondi schon wieder angeschlagen. Geht wieder in die Box. The Gentleman Agreement zeigt an. Also, Sondi hat heute wirklich, auf Deutsch gesagt, die Kacke gebracht. Geht alles schief, was schief gehen kann. Damit auf den Reifen auf von 12 Minuten. Auf der 11. Rechnest du hoch, wir haben jetzt gleich Halbzeit, also so 17, 18 Runden mal 2. Ich denke mal,
um den Dreh, so 40, 42 Runden, je nachdem, wie es halt die Pace geht. So, Eisvogel jetzt in der Box. Einmal randvoll getankt wieder. Und den Reifen drauf. Der Race, der kann auch eine Runde länger fahren. Academy. Jetzt habe ich nebenbei mal das Academy-Rennen am Laufen. Der Gruppe 4 Super Smarek vor King Andy. Lexa VR auf 3, Roadrunner Joe auf der 4, Fernando auf 5, Forracer auf 6, Bayern Bazzi auf 7 und Dark auf der 8. Das ist dann also der Reis und dann jetzt Box. Beim Zille. Der Zille überträgt die Academy. Pixel. Seppo, das ließe sich theoretisch sogar einrichten. Das Problem ist, du wirst darauf wahrscheinlich nicht so besonders viel erkennen. Also wenn du an den großen 60 Zöller guckst, dann vielleicht ein bisschen mehr. Aber wenn du auf ein kleines Handy guckst, dann wirst du da nicht so viel erkennen können. Aber das können wir das nächste Mal gerne mal ausprobieren selber. Das wäre ein Ruf wert. Ja, können wir versuchen. Jetzt aktuell hier auf der... Bis jetzt ist keiner mehr wirklich der Wall of Champions. Wall of Champions ist in Montreal. Das ist falsch. Bis jetzt ist keiner mehr der Todesschikane zum Opfer gefallen. Mal sehen, ob da noch einen trifft. So, Halbzeit des Rennens ist um. Marv ist angeschlagen. Auch das ist Ausgang wahrscheinlich der Todesschikane passiert, dass er reingeblieben ist. Gamer MK rückt von hinten ganz schön auf die Pelle, das muss man ganz klar sagen. Hier haben wir den Zeitenbock. Der hat jetzt 10 Sekunden Rückstand auf Seiersberger. Seiersberger hat jetzt schon über 20 Sekunden Rückstand. 23, so, Sniper geht dann jetzt wahrscheinlich letzte Runde, bevor er zum zweiten Stop reinkommt. Ich hab's schon so mitbekommen, so halb, aber natürlich immer nur so mit einem Auge. Ja, schade. Schade bei unserem Joe.
So, jetzt kommt der Sniper rein, tatsächlich zum zweiten Boxenstopp. Theoretisch müsste er jetzt nochmal gehen. Kann natürlich sein, dass er nochmal weich nimmt und dann im Schlussturn die Mediums drauf hat, um dann einfach nur noch sauber zu Ende zu fahren. Benjamin, was ist los? Bist du hier am Fluchen? Kannst froh sein, dass Stream Elements das Scheiß nicht zu einem Bann umgewandelt hat, weil mein Stream Elements ist manchmal ein bisschen sehr komisch. So, er ist jetzt auf die Mediums gegangen. Hat Rad vollgetankt. Fährt dann jetzt also auf seine Pace. Bei dem Zurückstand, das ist ein bisschen. Jetzt gerade sehe, funktioniert schon Stream Elements schon nicht mehr richtig. So, Seiersberger hat noch Vierteltank voll, also ein bisschen kann er noch fahren. Muss er angreifen. Zweite Serie der Boxenstops. Bislang Mann am Staff auch ebenfalls drin. Ebenfalls frische Reifen. Weiß geht jetzt hier vorbei am Gamer MK. Eisvogel hat schon wieder ganz schön. Oh, Eisvogel ist wieder angeschlagen. Hat wieder einen leichten Schaden vorne. Konnte sich aber jetzt auf 18 Sekunden vom Rice absetzen. Also das ist schon mal ein gutes Polster. Sepp, das stimmt nicht. Am besten kennt sich der Pixel mit Soundproblemen aus. So, Eisvogel jetzt auf 5 vorbei am David. Also ein bisschen die Spannung vom Anfang ist so ein bisschen raus. Wir gehen jetzt mal ein bisschen nach hinten. So, Gamer MK hat eine 3-Sekunden-Strafe, die er jetzt absetzen muss. Ich hab genug da. So, Gamer MK fällt zurück. Hinter Chris Lang.
Also ich weiß gar nicht, was ihr habt, Stream Element funktioniert doch. Gucken wir mal. Da, funktioniert doch, Seppo. Ich weiß gar nicht, was du hast. Stream Elements mag den Seppo einfach nur nicht. Das ist das Problem. Nee, der Seppo, der hat noch keinen. Der hat sowas noch nicht. Das muss er sich verdienen. Der muss öfters in den Streams mit dabei sein. Das könnte natürlich auch sein, Seppo, dass das Dani ihn jetzt gerade mal befreit hat. Eingeholt, weil Ödelhai natürlich da weiche Reifen ein bisschen besser klappen. Ich weiß jetzt genau, was gleich kommt, weil du jetzt schreibst ein Command ausdenken. Jetzt kommt gleich der Frankie oder der Spider und die knallen dir da einen hin, den du machen kannst. 100%, ich sehe es schon kommen. Und ich weiß genau, was das für einer sein wird. Dödelei greift jetzt hier nach Gamer MK. Kommt hier das Manöver? Corvette gegen Ford GT auf der Bremse. Nein, er steckt zurück. Race hat auch langsam verloren. War auch nochmal in der Box. Oh, da kollidieren sie! Da kollidieren sie! Dödelhai und Gamer MK. Eieieiei. Und Dödelhai hat Schaden. Da sind sie sich nicht einig um die Vorfahrt. Eieieiei. Race und Chris sagt Danke, haben erstmal Ruhe von den beiden jetzt. Der Dödel hat tatsächlich jetzt einen Schaden davongetragen. Bei Gamer hält es sich in Grenzen. Er hat keinen Schaden, kann also weiterfahren mit der normalen Pace. Weiter seine Schulter quer vom Zombie. Klar, jeder bekommt halt WM-Punkte. Jeder, der teilnimmt und ins Ziel fährt, bekommt WM-Punkte. Entsprechend richtig durchzufahren. So, Sniper 24 Sekunden jetzt vorne. Und Seiersberger hat sich nochmal die Mediums geholt. Das heißt, der wird jetzt durchfahren. Eben so, Silent Bomb hat sich jetzt nochmal die Weichen geholt. Ja, der könnte auch mit den weichen Reifen durchfahren. Marv hinten dran, der muss jetzt rein zum Tanken. Der hat einen leichten Schaden. Ja, Eisvogel. 19 Sekunden vor Chris Lang. Hat noch ein bisschen was an Kilometern aufzuspielen. Leider kein Replay, Frankie. Ich habe da Probleme mit der Tastatur mit der einen. Die macht das nicht genauso, wie ich das möchte. Deswegen, da wird eine neue Tastatur dann kommen. Zum Tanken. Ich sehe es jetzt gerade. Animädchen, vielen Dank für die 5 Euro. Ich sehe es gerade jetzt. Vielen Dank. Ja, danke, dass du das so siehst mit der Moderation.
Keine Ahnung, warum das jetzt hier nicht funktioniert hat. Normalerweise sollte der das senden. Du wirst aber auch hier unten angezeigt. Also unten links wirst du angezeigt als Spender. Vielen, vielen, vielen Dank für die 5 Euro von dir. Sammo, wenn du streamst, wäre es nur cooler, wenn du kommunikativer wärst. Ja? Ich meine, du redest ja wenigstens ein bisschen, ne? Der Frankie, den kannst du ja überhaupt keinen Mucks. Entlocken, das ist es ja. Ah, jetzt kommt's hier. Du bist nicht schüchtern, Seppo. Ja, haariger Herbert. Wie gesagt, ich hab dir ja gesagt, ne? Uns bist du gerne willkommen. So, hier wird es dann jetzt langsam so, geht's Richtung Ende. Das Seilbob holt auch nicht auf mit den weichen Reifen, aber das sieht nach einem soliden Podestplatz aus wie im ersten Rennen in der PRL. Ja, ihr seid wieder extrem nett zueinander, ich merke das schon. So, mal kurze Information für euch. Die ersten 20 Minuten sind rum bei der Academy. Super Smarek führt vor Lexa King Andy auf der 3. Apropos, genau, Seppo, hast du es jetzt eigentlich hingekriegt, dass bei dir das synchron läuft mit dem Sound? Hier haben wir nochmal unseren Pechvogel des Tages, unseren Sondi. Pechvogel des Tages. Ich bin wirklich mal was zusammen. Aber den zweiten Pechvogel des Tages. Auch bei Dödelheim lief heute nichts zusammen. Schade eigentlich. Hier haben wir den Ian. Hariger Herbert, ja, der Sondi, der hatte eine richtig gute Qualifikation und auch einen ziemlich guten Rennstart, hat dann aber, ich glaube, in der zweiten oder dritten Runde das Auto in der Todesschikane verloren und von da an ging das Rennen noch bergab. Ah, sehr gut. Ja, es kann tatsächlich sein, dass dein Notebook das einfach nicht mehr packte, das dann synchron zu senden. Das kann durchaus möglich sein. Aber ja, wäre cool, wenn das funktionieren würde. So. Beim Gamer sind die Lichter angegangen am Ford GT. Die letzten 12 Minuten dieses Rennens laufen.
die beiden werden auch durchfahren hier. So, und Eisvogel. Und hier ist eine gelbe Flagge. Und da ist der Marv abgeflogen. Uiuiuiui. Das hätte auch böse ins Auge gehen können. Marv mit Dreher und jetzt kann der Eisvogel noch den Chris sich schnappen, die letzten 10, 11 voller Attacke. Aber Marv wirft ein gutes Rennergebnis weg mit dem Dreher und es nimmt dann fast noch hier jemand raus. Einen wunderschönen Robobit. Ja, ich habe deinen Stream so halb mitverfolgt. Wir müssen uns auch nochmal hinsetzen und zusammen quatschen. Geht da hauptsächlich darum, wie du das mit den Interviews im PlayStation-Channel machst. Das würde mich dann schon interessieren, weil ich krieg's halt nicht hin, wenn ich jetzt nämlich in den PlayStation-Chat gehen würde, dann hätten die automatisch keinen Sound mehr und das wäre irgendwie nicht so prickelnd. Den führenden Sniper weit vorne. Ein Minütchen noch, der wird jetzt einfach nur das Rennen zu Ende fahren, sauber zu Ende fahren, das kann es eigentlich nur hoffen. Dann steht eigentlich das Podium fest. Sniper vor Seiersberg und Silent Bob, wenn die keine Fehler mehr machen, ist das eigentlich gesetzt. Aber nochmal unseren Sonti, der hier in aktuell auf 12. Der musste noch mal rein, der jetzt noch so viel Sprit reingetankt hat. Das ist mir eigentlich ein Rätsel. So, Ölei hier auf der 10 jetzt. Gamer MK. Oh ja, Marv hat auch einen leichten Schaden. Aber Gamer MK schnuppert am Marv. Eigentlich die ganze Zeit über auf Platz 4, 5 unterwegs und jetzt durch die Dreher natürlich viel am Boden verloren, viel Zeit verloren. Robobit. Ja, ich habe auch quasi die Semi-Pros hier, die Semi-Pros, ja doch, die Semi-Pros am Laufen gehabt und jetzt die Academy so nebenbei am Laufen. So, da
aber gerne mit dem Kampf kombinieren. David jetzt hier an der Bahn der 7 bitte unterwegs. Chris Lang. Der Race, ja, der hat den Heckschaden auf der 5. Eisvogel aktuell auf der 4. Ist jetzt vorbei an der Chris Lang. Ja, Robobild, tatsächlich hat es hier den guten Herrn, den Eisvogel, hat es einmal erwischt. Direkt in Runde 2. Dann kurze Zeit später hat es leider auch unseren armen Sondi erwischt. Den hat es auch erwischt, deinen Schweizer Kollegen. Die zwei armen Kerler hat es leider erwischt in der Todesschikane. Ja, leider. Aua, trifft es da schon. Walding Eisvogel war vorne mit dabei. Wäre definitiv da vorne ums Podest gefahren. Platz 2, 3. Ohne Probleme. Natürlich durch diesen Unfall natürlich viel Zeit verloren. Seiner schwarz-goldenen Lackierung à la Lotus unterwegs. Aktuell auf Maxi. Sind gute Punkte, wichtige Punkte. Gamer MK, starke Leistung eigentlich im Rennen. Jetzt hat er wieder einen Schaden, leichten Schaden gehabt. Das ist natürlich ärgerlich. Wenn du dann sich tatsächlich eigentlich ein gutes Rennwochenende hast, aber dann einfach irgendwie dann doch Fehler baust und dann einfach zu viele Plätze kosten. Höhlei auf der 8, auf der 7. Mein Gesicht im Stream, Herbert. Boah. Wir müssen erstmal gucken, dass ich eine anständige Cap kriege. Vorher macht das keinen Sinn. Also soll schon was Anständiges sein und nicht irgendwie gefuddelt. Frankie, sei nicht so frech. Chris aktuell auf der 5 unterwegs. Auf der 4 und da ist alles durch. Da müssen wir noch das Rennen zu Ende bringen. So, die letzten 3 Minuten. Silent Bob auch eher durch. Kante nach vorne nicht mehr angreifen. Seiersberger ebenfalls nicht. Seppo, am besten sprechen wir da mal mit dem Pixel. Der Tani, der ist genauso frech, ey. Was ist denn los mit euch? Jetzt wird es hier so leicht diesig. Zum Abend hin. So, Sniper beginnt damit dann jetzt die vorletzte Runde.
oder es ist sogar die letzte. Es wird die letzte sein, die Sniper dann jetzt in Angriff nimmt. Einen wunderschönen guten Abend, Joe. Ich habe schon gehört, wir sollen lieb zu dir sein. Dein Rennen lief wohl nicht ganz so toll. So, die letzten 10 Sekunden. In diesem Rennen laufen, dann gleich der Sniper über die Linie gehen. Erster Sieg im ersten Rennen bei den Rookies. Starke Leistung, Pole Position, schnellste Rennrunde und Rennsieg. Das nenne ich mal Triple. Direkt zum Rennen, zum Auftakt. So, Eisvogel ist schon über die Linie. Der ist schon abgewunken. Als Vierter. So, jetzt kommt dann gleich der Sieger. Herzlichen Glückwunsch an Sniper zum ersten Saisonsieg und zum ersten Triple in dieser Saison. Glückwunsch! So. Chris Lang auf 5, Race auf 6, David auf der 7, Marv auf der 8, Dödelhai wird 9. Van Amstaff auf der 10, Gamer MK wird 12. Der Seiersberger ist auf 2 ins Ziel gekommen und jetzt fehlt dann eigentlich nur noch Silent Bob und der wird 3. Ebenfalls im ersten Pixel Racing Liga Rennen aufs Podium. Glückwunsch an die ersten 3. Gamer MK auf der 11, Ian auf der 12. Der Sondi. Der hat quasi keinen Sprit mehr, der rollt mit Schaden und ohne Sprit die letzten Meter nur noch. Der letzte über die Linie. Gehen wir auf den Sieger nochmal zurück. Ein tolles, tolles, spannendes Rennen. Aber Sniper natürlich ganz starke Leistung von ihm heute gewesen. Da kann man auch gratulieren, das hat er wirklich stark gemacht. Schauen wir uns nochmal das Endergebnis an. Hier Sniper vom Seiersberger, 19 Sekunden. Silent Bob dann auf der 3. Eisvogel auf der 4. Chris Lang auf der 5. Ganz starke Leistung im Aston Martin Vantage. Rice, auch er hatte ja einen Unfall ganz am Anfang, direkt in der ersten Kurve. Ist er ja komplett weit zurückgefallen. Auf 6, dann der David auf der 7, Marv auf 8, der Dödelhai auf der 9, Van Amstaff auf der 10, GamerMK auf 11, Ian auf der 12, der Sondi auf der 13 und hier haben wir nochmal den Johnny D, der leider wegen Internetproblemen anscheinend aus der Lobby geschmissen wurde oder der Server ihn so gekickt hat. Schade, ist dann leider nicht gewertet. Das war's dann. Das war das erste Rennen dieser PAL Rookie Series in der dritten Saison. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, Frankie, so eine Abstimmung wäre auch definitiv was Schickes. Sollte man dann vielleicht auch mal machen. Werde ich mich mal beim Pixel informieren, wie das dann tatsächlich am Ende funktioniert.
Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Danke für die Unterstützung. Danke an unseren am Andi-Männchen für die 5 Euro Spende. Bedanke ich mich sehr. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Keep racing. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oder spätestens bei der nächsten Folge von PAL Exklusiv. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Und dann sehen wir uns gleich beim Pixel. Keep racing und ciao.